Oh, die ist wirklich gekommen. Hat die jetzt eine andere Rüstung als vorher? Ach nee, das ist die... Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Der ganze Bauchmuskel, Sie ne? werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Exzellent? Jetzt hat sie aber eine andere Rüstung an, oder? Vor allem, welchen Rüstungswert hat diese Bauchmuskel-zeigende Rüstung eigentlich, die sie da anhat? Ist es überhaupt eine Rüstung oder ist es eher so mit... Seht her, ich bin eine starke Kriegerin, aber eigentlich, ja... Von diesen auffälligen roten Dingsbums. Hatte nicht Olle Healers auch nicht so ein Ding, so ein... Oh. Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Mhm. Huadif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Ist das Schutzschild eigentlich vollumfänglich oder ist es wirklich nur da, wo die drei, die Produktionsdreieck drüber sind? Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Aha. Platziere Fallen in der Schlucht? Oh, Fallen. Moment, ich habe bestimmt keine bei. Oder warte mal, ich habe bestimmt... Ich habe alle verkauft, ich weiß, aber... Ich habe doch bestimmt noch welche... ich habe noch Steine auf jeden Fall. Ach, guck mal, Schockfallen. Zünder. Reisepakete schon wieder. Ich habe echt keine... Ich bin gerade so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass ich keine... Also zumindest so, Man sollte immer vorbereitet sein. Achso. Ich könnte jetzt noch Fallen herstellen, wenn ich unbedingt wollte. Okay, wir stellen auf jeden Fall, stellen wir tatsächlich mal Fallen her. Warte mal, Fallen, aber wenn dann hier detonieren schon, machen die Feuerschaden? Welche brauchen die denn nur? Bring ich innerhalb der nächsten Schicht für alles in der Wirre Spreng raus. Detonierende Sprengfall? Die ist besser. Warte mal, nee, aber die ist besser. Die detonierende Sprengfall, die macht mir einfach mehr Schaden. Aber das Ding ist, die machen halt nicht wirklich. Ich brauche ich dafür? Die sind echt ziemlich billig herzustellen, ne? Wahrscheinlich brauche ich die sowieso nicht alle. Schlimmste ist, ich kann die scheiß Fallen... Ach, das ist so ein Ding. Schlimmste ist, ich kann die dummen Fallen hinterher auch wieder mitnehmen. Wer sind die hier eigentlich? Wo kommen hier eigentlich die Leichen her? Haben wir den Kampf schon geschafft, oder was? Ja... Oh, ein Witz, warum liegen hier schon so viele Leichen? Da haben wir noch gar nicht angefangen, dachte ich. Das war wirklich, wo kommen hier die ganzen Leichen her? Das hätten wir den Kampf schon hinter uns gelassen. Wir zeigen es ihm, ja? Reicht der hinterher voll, ja. Ja, Freunde, ihr macht das schon mit euren Hinterhalt hier. Hier stelle ich sie hin. Habe ich nicht auch so gelevelt, dass ich alle Fallen mitnehmen kann? Heine Talrose. Ach, hier ist meine Schockfalle. Ja. Hier habe ich. Ach so, das sind wahrscheinlich die Leute von dem anderen Typen hier, ne? So, dann sind wir jetzt los. Oh. Da hat jemand die erste Falle gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere zu diesen. Schenkt mir keine Beachtung. Ups, ach, da sind wir Stein. Ey, wenn das ja, es war ein Versuch wert. Der schreit halt noch lauter. Ja, wie so viele Fallen, wie ich hier aufgestellt habe, habe ich hier mit einer großen. Ich habe hier mit einer großen Invasion gerechnet. Das ist jetzt alles hier? 5 Mann?
Ich kann noch lautlos rennen, oder? Tja, das hat Spaß gemacht. Aber das war noch nicht alles. Die Kultisten und Maschinen, sehr gut. Da sind noch mehr. Mach dich bereit. Ja, ich hab hier, ich hab das Gelände Minitius vorbereitet auf eventuelle Angriffe. Keine Angst. Das wird hier gut. So, Pfeile. Hallo, Pfeile können wir herstellen. Ist sehr schade, wenn er die nächste Falle auslöst, oder? Ich bin etwas ins Schwitzen gekommen. Wo kommen denn jetzt bitte schön die Menschkill? Was? Das war alles? Das ist hier ein großer Angriff? Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Metallbrand, ja. Also das war jetzt hier der große Angriff der Killerbestien, oder was? Da hätte ich, zumindest können wir jetzt ihr Outfit nochmal näher angucken. Weißt du? Ich will es nicht beschreiben, aber ich glaube, das war's. Was? Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Gentlemen? Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Alter, hat die Bauchmuskeln. Da höre ich nicht drüber aufzusteigen. Was ist das denn? Ist das ein verderbter? Verdorbener Donnerkiefer. Na gut. Wenn die Typen hier jetzt nicht komplett gegen den Baum fahren. Scheiße. Ja, benutze deine Waffen gegen mich. Genau, das ist eine gute Idee. Kannst du Schwarz auch mal abschießen? Ich muss ja immer was kriegen für mein Geld hier. Kann das Spiel durch die restlichen Fallen auch noch laufen? Ah, ist nicht schön. Aua, aua. Warum müssen es eigentlich immer verdorbene Donnerkinder sein? Also wirklich. Die anderen beiden Typen schon tot? Ich hab doch noch einen Satz. Doch, noch einen Scheibenwerfer geschossen. Das nehme ich mit. Ja. Oh. Die immer noch nur halb tot. Das ist irgendwie unbefriedigend jetzt. Moment, ich habe aber hinten hier noch ein paar Fallen rumstehen. Warte. Sind wir noch Menschen da? Hier. Das finde ich gut, wenn wir noch. Das sehe ich, wer ist er denn? Auf meine Fallen auszulösen. Ach, ist ja verdorben. Das müsste ja extra gut brennen. Da kommen jetzt ja an die Sturm. Und das lesert einfach all meine Fallen weg. Vielleicht müssen mal die Wurfbrandbomben besser sein. Das hat zumindest eine Falle ausgelöst. Guck mal hier, ich hab noch mehr Fallen. Los, lad rein. Ganz ehrlich, mal 50 Schaden ist jetzt ehrlich gesagt nicht so doll. Reicht nicht mal. Oh. Das reicht aber. Echt mehrere? Ach komm, spam. Machen wir die gute alte Taktik, spammen einfach die irgendwelche Bauteile. Wie das viel Wind noch hat. Na komm. Aua. Ah, tatsächlich. Ab und zu irgendwas. Manche Sachen machen Schaden durch und schützt durch, aber. Achso, das ist wahrscheinlich der Verderbnisschaden, oder? Der hier gerade durchbricht. Aua. Wenn doch mal Schaden durchkommt, ist das sehr ärgerlich. Irgendwie. Gegen gewisse Drachen der Dark Souls auch schon mal gut geholfen, unter dem Vieh zu stehen. Genau. Und es droppt wieder, welche Mods ich nicht mitnehmen kann, weil. Verdammt.
Also wieder drei Mods wegwerfen. Also das hält mich so ein bisschen auf, muss ich ja sagen. In meinen Modifikationen, in meinen täglichen Arbeitsalgorithmus hier. Das. Aber selbst denn. Verdorbener Donald Kiefer. Teilwand immer noch voll. Kann ich vielleicht noch was herstellen, dass es mir ein bisschen die Munition hier ausgeht? Also die Ressourcen. Ist echt ein Edel, dass das. Bin ich übrigens. Damit bin ich auch nicht alleine. Wer hätte es gedacht, dass es gibt einige Leute, die sich darüber moniert haben, dass sie. Oh, jetzt habe ich unter 150 Dingsbums. Dass sie zu wenig Platz im Winter haben. Weil das ist. Weil das prinzipiell. Ist so Inventarplatz, also ich meine, das ist, wenn man sowieso schon das Reich der Unruhe betreten hat mit Inventarplatz, braucht man eigentlich gar nicht mehr anfangen, irgendwie noch großartig darüber zu diskutieren, dass das, weil ob man jetzt 100 oder 150 hat, ist ja Peng, außer dass 100 halt irgendwie gerade genau der Wert ist, der noch irgendwie nervig ist, wenn es um das Sammeln von Inventargegenständen dann geht. Naja, jedenfalls diesen großartigen Donnerkiefer haben wir locker vielleicht gezwungen. Ich finde es übrigens sehr schade, dass es keine Schleichmission und Sonnenfall oder ähnliches gab, aber anscheinend, ach, die sind hier hinten noch alle? Ich denke, die wollten alle zum Boot und abhauen. Ist ja ein kleiner. Ich habe mir wie ein größeres Boot vorgestellt. Nicht besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Warte mal, hat das Ding einen Motor? Oder wie funktioniert das Teil? Das sieht ja so aus, als hätte es irgendwie einen Antrieb. Das wäre ja deutlich mehr Hochtechnologie, als wir es jetzt jemals gesehen haben in Hoheisen. Aber guck mal, das fährt selbst. Oder, ne, der ein Typ, der steuert nur. Aha. Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Ach, es bringt das schon. Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter. Ach ja. Das könnte doch die Endsequenz sein. Doch, Spiel geschafft. Alternatives Ende. Die Karsche einfach so geschlagen. Alter, man stellt sich man stellt sich die Aufregung vor, wenn das einfach so alternativ das Spiel enden würde. Also, unfassbar hübsch ist die Königin nicht gerade. Er guckt auch sehr begeistert. Der Hafen von Meridia, oder was? Müsste eigentlich, wenn ich alle Nebenquests hab, dann eigentlich nochmal den Endkampf nochmal machen, einfach zu gucken, ob dann einfach viel mehr Leute bei sind. Also die mir beim, entweder bei der Belagerung oder bei den Dingen davor helfen. Weil eigentlich hatte ich ja nur Petra beim letzten Mal. Ach, aber die alte Stinkmorchel. Itabe, mein Bruder. Willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten. Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Eloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall. Du hast so viel für das Sonnenreich getan und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich verspreche es. Richtig bedanken? Mhm. Übrigens, solange ich mir dieses Schild hier angucke, scheint es wirklich nicht komplett den Körper abzudecken, oder? Das ist wirklich nur da, wo die Projektoren sind. Also das ist nicht überall. Das ist eigentlich ziemlich ärgerlich. Weil dadurch gibt es halt Stellen, die verwundbar sind. Aber wir sind übrigens im falschen Teil von Meridia, fällt mir gerade so auf. Ich dachte, wenn wir gerade in Meridian sind, könnten wir vielleicht was machen, aber wir sind ja nicht direkt in Meridia. So, das Lagerhaus? Ja, scheiße, wir sind gerade in der Nähe von der Quest. Ja, gut, dann machen wir die halt. Ich wollte... Hey, den Überläufer in Gold. Weil ich wollte eigentlich gerade, Wo bist du denn mit deinen hochwertigen Waren? Die am meisten Ärger, bei denen man es am wenigsten. Guten Tag. Ich müsste mal kurz was verkaufen. Und zwar, ich habe doch hier bestimmt hier wieder, ich habe doch hier so ein Unsinn wie Teilwand. Ja, guck, das ist Eis schon wieder. Das ist
Gibt's doch nicht. Wo habe ich denn immer diese ganzen Kühlsaft her? Also wirklich, das ist. Meine, wo kommt das Zeug her? Guck mal, wie viel das einfach nur ist. Meine, das muss ich ja irgendwo her ansammeln. Meine, hier Zünder sammle ich. Vor allem, die Zünder sind 100 pro Stück und ich habe einfach mal. Oh, wir müssen das Holz ausfällt gerade so auf. Naja, gut. Das Holz gibt mir mitnichten aus. Das ist, fettes Fleisch, oder? Reichhaltiges Fleisch? Reichhaltiges Fleisch habe ich irgendwie viel zu viel. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das hier noch? Bearbeiteter Metallblock. Kann ich bei Händlern eintauschen? Hab keine Ahnung gegen was. Ich hab doch hier so mal zu verkaufen. Genau, die sind nämlich nur mit Fleisch haben. Jawohl. Gut. 3700 immer noch. Dann gucken wir uns mal das Lagerhaus an, wenn wir hier sowieso schon mal an diesem lustigen Hafen sind. Ja, irgendwie würde ich überzeugen, genau. Ich habe übrigens keine Ahnung, für welcher Quest die ist. Gibt es einen Sonnenpalast? Auf keinen Fall. Kann ich nicht ausruhen. Ja, ausruhen, das ist so. Was soll ich hier machen? Sieh dir mal diese Waren an. König Avad hat Spione ausgesandt, um Moment, ich muss mal kurz gucken, welche Quest ist denn das hier mit Lager? Also bestimmt nur eine Nebenquest wahrscheinlich ja nicht. Aufträge, das Gericht der Sonne. Sucht das Lagerhaus. Und die Bitte, das Oberstand zur Lichtung. Ach so, das war die stimmt. Ich erinnere mich, das war die sich mir so angebiedert hat, die so meinte, ich könnte ja mehr geben, wenn ich nicht immer ausgraube. Ah nein, so viel klauen die Leute nicht, aber es ist so hart und Das Fass wurde kürzlich bewegt. Das war interessant. Also, Spuren. Also Elo lebt übrigens ein sehr glückliches Leben. Mal von den ganzen Neid, was am Anfang passiert ist, dass man dieses ganze, ich finde Spuren an jeder Ecke, ist das irgendwie immer sehr glücklich. Manche Leute haben Gegner, die ihre Spuren verstecken. Oder zumindest, irgendwie ganz gut verwischen können. Aber in Aloys Fall immer, Spuren, Mensch. Ich frage mich übrigens, warum der Fokus überhaupt Spuren finden kann. Oh, warte mal, Truta? Brauche ich nicht noch was von Truta hin? Ne, war so. Hat hier noch irgendwie vielleicht noch einen Fuchs? Waschbären brauche ich nichts. Kaninen? Ne, ich brauche keine Kaninen. Ich brauche Fuchse. Dreimal Fuchse auch noch, Freunde. Besuche das Gebiet. Da unten hat es auf jeden Fall einen wunderschönen Stürmer. War da keine Dienste? Muss ich hier untersuchen in dem Gebiet? Meine Aussage ist hier. Welche lustigen Viecher gibt, die wahrscheinlich wieder böses Restbrett hauen wollen. Da hinten ist was. Hi. Schau. Ja, bestimmt. Droppen so Scheiße. Diese Stimme droppen auch so. Das ist ja schön. Hab ich jetzt alle vergessen? Schön. Moment mal, das kann man doch bestimmt diplomatisch lösen, so Programm-Problem. So, jetzt. Mach dich gegenseitig nieder. Nicht mich! Was soll denn das? Also, die grünen Viecher greifen alles an, ja? Hoffe ich doch zumindest. Wenn die mal aufhören können, mich mal anzugreifen, wäre das auch noch viel besser. Irgendwie, weiß nicht. Nächste. Das war zwar überhaupt nicht meine Absicht, hier irgendwelche Viecher in freier Wildbahn Platz zu machen, aber jetzt ist es passiert. Ach komm, hier so eine grüne Spule brauche ich, kenne das auch. Also ich wollte meine ganzen nicht blau, nicht grünen Upgrades eigentlich mal verkaufen. Nein, jetzt habe ich 26 davon, nein. So, ja, die Spur führt hier hin. Und jetzt, nur was? Also ich weiß also nicht mehr so richtig, wonach ich Ausschall halten wollte. Nach irgendwelchen Dieben? Ist noch ein Waschbär. Vielleicht kann mein Fokus mir weiterhelfen. Tja, das wäre großartig, wenn der Fokus mir weiterhelfen könnte, aber ich wüsste nicht bei was. Faules Obst. Aber die Kaninchen mögen es. Was sind denn hier so viele Kaninchen? Oh, da. Eine Obstspur, der ich folgen kann. Wenn ich keine Früchte im Gras übersehe.
Das sind so viele Früchte, dass eine Spur ist, der man folgen kann. So, folge auch schon. Habe ich die nicht aktiviert? Ja. Wie jetzt? Ist die schon mal hier die Spur? Nee, ist sie nicht. Hä? Das ist keine Spur, die ich so folgen kann, oder was? Ich muss die jetzt tatsächlich, Der Fokus findet hier vielleicht was. Ja, ja, ist ja in Ordnung, aber jetzt muss ich ernsthaft jetzt hier die komischen Obst hinterher rennen, also manuell? Das ist ja anstrengend. Das wäre jetzt nicht so anstrengend, wenn man den Fokus halt anmachen könnte. Nee, wahrscheinlich könnte ich das sowieso in irgendeine lustige Höhle. Also das wäre nicht so anstrengend, wenn ich den Fokus einfach anmachen könnte und mich dabei normal schnell bewegen kann, aber... Manuelle Spuren suchen, jetzt geht's aber los hier. Gut. Also müssen wir noch kurz. Guck mal hier. Sieht doch schon mal sehr nach einer Höhle aus. Warum nicht? Doch keine Höhle. Wurde ich schon wieder von was entdeckt, weil ich wieder irgendwas rängel. Wie viel Obst ist denn hier? Ich denke, hier wird ein bisschen Obst geklaut, sodass es daran nicht pleite geht. Das klingt jetzt nicht irgendwie gerade so, als würde hier wenig Obst gestohlen werden, sondern eher wie alles Obst der Welt. Mit Schwein habe ich überhaupt kein Interesse dran. Sieht hier irgendjemand einen Fuchs? Okay, weg da aus dem Weg. Ist das die letzte Frucht? Ha. Versuche den Haufen essen. Ach ja, hier, ja. Diesmal sind es Fußspuren. Das sind ja zum Glück nur ein paar. Das sind ja nur ein paar Früchte, also ganz wenig. Also minimal. 3, 4 Stück. 100. Ein Riesenhaufen Melonen. Das ist so ein. Wie viel Geld hat die Händler? Wie profitabel verkauft die bitte schon ihr Obst, dass die gestohlene Menge an Obst überhaupt kein Problem für sie darstellt? Mit, naja, nicht so viel, dass ich pleite gebe. Oder? Als ob! Das ist doch eine wunderschön inszenierte Falle hier für mich. Eine semi-glaubhafte Story, der ich hinterherlaufen kann. Muss hochgeklettert sein. Ja? Vielleicht auch sie? Vielleicht die korrupte Obsthändlerin. Oder was? Bei der Sonne, vergib mir, vergib mir! Da ist unser Dieb. Und er steckt in Schwierigkeiten. Na, großartig. Beziehungsweise ich stecke in Schwierigkeiten, weil natürlich alle Gegner der Welt immer mich angreifen. Was? Nicht? Hä? Wo ist das? Also, mein Plan war, das Vieh auf dem Boden. Das sollte hilfreich sein. Einfach auf den Boden anzugreifen, aber anscheinend. Ach, das wäre einfach. Der normale Bogen braucht sowieso keine Ressourcen. Die, also. Ja, die Sonne würde ich nicht richten, sondern eher. So ein eher der anwesende Grauhabicht. Aber die 16 Schaden ist jetzt nicht so unfassbar geil. Man sieht halt auch nicht so viel. Waren das jetzt alle? Wo ist er jetzt hingelaufen? Wie jetzt? Aua, das hat in der Tat gerade ein bisschen meinen Schutzschild überfordert. Grauhabicht zu looten ist irgendwie... So eine Sache, die ich eigentlich irgendwie sagen. Nein. Jetzt habe ich die Übung davon. Oh, toll. Neues Maschinenareal. Pirscher, großartig. Die Sonne wird mich richten. Ja, ja. Das sollte ja auch immer so tief religiös sein müssen. Ach, Ted Farrow, was hast du bloß angerichtet mit dem Löschen von Apollo? Ich hatte eine ausnehmend dumme Idee. Hab ich das schon mal erwähnt. Meine, muss man jetzt hier doch weiter die Tiefe. Gibt's hier echt keine? Das Ding ist, ich glaube, hier gibt es überhaupt keine. In der Region gibt es einfach keine Füchse. Heißt, ich müsste wieder zurück ins geheiligte Land, um die. Ist ja jetzt hier langsam mal. Ja, endlich. So, Freund Bollen, erklär mal bitte. Danke, Wilde. Du hast das Gericht der Sonne verhindert. Schön, was habe ich? Mich etwas Schönes willst du sein. Ich ließ das Elend Sonnenfalls vor kurzem hinter mir und wusste, dass ich nicht nach Meridian zurück kann. Also habe ich Obst gestohlen von einer Frau in Lichtenmarkt, nur zum Überleben. Doch die Grauhabichte sind das Gericht der Sonne. Du glaubst, sie haben angegriffen, weil du gestohlen hast? Was sonst? Was, wenn ich die Frau um Verzeihung bitte?
Spricht mich das frei? Rettet mich das vor den Habichten? Ich hab die Habichte erledigt. Und ja, du solltest um Verzeihung bitten. Die Frau vom Obststand ist sehr nett. Sie vergibt dir. Die Sonne hat gesprochen. Danke nochmal, Wilde. Möge die Sonne dich führen. Toll. Endlich nennt man mich nicht mehr Ausgestoßene, aber dafür Wilde. Das ist jetzt nicht unbedingt besser, oder? Ach, das war jetzt die ganze Quest? Das war jetzt ja, na gut. Das war ja günstig, wo war schon mal da. So, nee, ich wollte aber eigentlich mal zurück nach Meridian und wir müssen mal mit diversen Händlern reden. Und zwar weiß ich, dass man, also mittlerweile weiß ich das, aber die Ladezeit dauert jetzt eh länger. Man kann nämlich bei bestimmten, wie war das? Man kann mit den einen Kuriositätenhändler kannst du verschiedene Tierteile eintauschen. Ich hoffe, ich habe gerade alle auf Tasche. Und kannst sie dann bei dem anderen Händler gegen irgendwie so einen tollen anderen Taschen eintauschen. Und dachte, naja, das ist alles ganz hin und her. Das ist. Ja, mal gucken, ob ich hier noch welches Loot bei rumhole. Ich meine, die Linie ist gerade günstig, das alles mal zu machen. Können wir uns gleich mal abhaspeln hier. Das ist. Ah, du kannst doch immer gehen. Was schon sagen? Den Seilwerfer, den ich noch nie verwendet. Also, was ich so über den Seilwerfer erfahren habe, ist, dass der Seilwerfer unendlich viel Draht braucht. Und das ist ja an und für sich ganz praktisch sein soll, aber er braucht halt Draht ohne Ende und das ist halt irgendwie doof, ne? Also, wer möchte nicht eine Waffe verwenden, die irgendwie deine kompletten Ressourcen leer räumt? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als den seilverbrauchenden Drahtwerfer. Insofern verzichte ich darauf, den seilverbrauchenden Drahtwerfer zu benutzen und komm einfach ohne klar. Also, offensichtlich, aber. Also, er soll nicht so doll sein, sag mal so. Ich werde immer Arbeit finden. Festbelohnung 2500, so, warte mal hier. Quieße, Jagdbedarf. Geheimniskisten, nein. Was ist denn das hier noch? Ach, die Jägerloge. Verschiedene Sammelobjekte. Hier, verschiedene Sammelobjekte. Ja, Schlange als bei Ersas Beerdigung. Gibt es nur bei der Wals Hinrichtung. Ja, die von der Garde, ja. So in den Innenhof kommt man ja nicht rein. Ach, ich hasse Meridian. Die Stadt ist einfach nicht logisch aufgebaut. Immer muss sie überall rumrennen. Was für eine Zeitverschwendung. Sie gehört, Kinder haben die, haben diese komischen Helme in klein. Wie funktioniert das eigentlich? Warte mal hier. Schmutziger Korb klein. Panzerwaffe nachher, da brauche ich für das andere Zeug. Schnapp mal, leuchte. So, ich kann erstmal alles kaufen, aber ich glaube, manche Leute. Schmutzige Harzlumpen klein. Schmutzige Harzlumpen mittel. Schmutzige Harzlumpen groß. So, schmutziger Korb klein. Mittel. Groß schmutziger, so. Rostbolzen mittig, schmutzige Rostbolzen mit klein, das wird noch groß. So, genau, jetzt habe ich das halt einmal gekauft. Also es ist nicht per se beschränkt, jetzt kann ich nämlich zu den Geheimniskistenhändler gehen. Und der müsste mir eigentlich ganz unten so lustige Kisten verkaufen. Ja, moin. So, genau, er hat hier nämlich... Mysteriöse Kiste? Das muss geöffnet werden. Ja, die möchte ich nicht holen. Dafür könnte ich jetzt zum Beispiel auch welche holen. Mittlerweile bin ich ja angekommen. So, Modifikationskiste, also 100 Metallscherben. So, hier Bildhauerkiste, genau. Die Verkohlerkiste und Schrottfinderkiste. Großer Dela. Was haben wir hier noch? Jäger. Kleinbildkiste, das kann ja was werden. Ach, hier, dafür brauche ich die Metallblöcke. Na gut, haben wir das. Hat sich das auch mal erklärt? Oh, kann ich das hier nicht durchziehen? Waren die gesetzlosen Kisten? Waren das die guten oder waren das die nervigen? Also die mit den Steinen drin, meine ich. Nee, das waren... Die helle gesetzlose sind das dunkle. Ach, das ist genau, die waren das. Hier, Großwildkiste, ja. Helle Auswahl, bearbeitete... Ach, verdammt! Ich hätte sowohl eine Dingens als auch die... Na egal. So. Hier können wir hier noch Rohstoff verkaufen. Was habe ich noch so alles bei? Guck mal hier, erschienen kein Mittel schon wieder. Wie das Zeug schon wieder ansammelt. Übrigens für Verderberherzen habe ich auch noch bis jetzt auch keinen Abnehmer gefunden. Anscheinend möchte die niemand haben. Schau mir hier das. Ach, das überschüssige Fleisch. Weil hier so eine einzelne Blume. Das ist, sowas haut dir das immer davor, wenn du so einzelne Gegenstände hast, wo du nur zwei Stück von hast. Das ist. Oh Mann. Von Reich wirst du so auch nicht. Das ist so Mist verkaufst hier. Und hier zum Beispiel hier schon zigtausend Kühlflüssigkeit. Kein Wunder, dass mein Inventar voll bis in das Dach ist. Metallbrand, was soll ich mit so einem Scheiß? Die Echohülsen müsste ich vielleicht tatsächlich mal ein bisschen zurückhalten. Ich habe auch noch diese ganzen Tierteile. Hier, das ist das komische, sinnlose Wüstenlass. So, machen wir ein paar Kisten. Ich habe hier schon wieder Fähigkeitspunkte. Weil da ich echt alles durchlevelt, also das, was ich nicht wollte. So, was haben wir denn hier? Das ist die Bildhauerkiste. Die hat 500 Metallscherben. Was?
Dass das Zeug drin... Lol. Was ist da drin? Maschinenkern groß, 3 Stück. Maschinen... Boah. Giga Kleinwildkiste. Okay, da ist das drin. Also ich mal wieder... Giga Zeug brauche. Dunkle Ausbeuterkiste. Die hat Fleisch drin. Das ist doof. Helle Gesetzlosenkiste. Ach ja, ich erinnere mich. Die Gesetzlosenkisten waren die, wo du am Ende des Tages dein Inventar voller Sprengfallen ist. Das Ding ist, solange du neben den Händler stehst, ist das mit den Sprengfallen ja gar nicht so dramatisch, weil du kannst die ja alle vertackern. Und die sind gar nicht mal so wertlos, die Dinger. Insofern, wenn du die Sprengfallen sowieso aus so Kisten holst, das ist eigentlich recht angenehm, wenn ich so nachdenke. Naja, egal. So, okay, dann haben wir auf jeden Fall mal die ganzen Kisten aufgemacht, dann haben wir auch mal hinter uns gebracht, das ganze Thema. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, zu Weisen Sie oder noch. Guck mal, hier kann ich mein ganzes Fleisch verbrauchen, das ich gerade aus den ganzen Kisten rausgeholt habe. Ach, jetzt mangelt es mir an Knochenfleisch. Das ist ja schön. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.